Oh yeah! Moin Freunde und herzlich willkommen zu dieser Folge von Let's Play Mafia 3. Es ist wieder soweit, Freunde. Ich darf euch wieder herzlich begrüßen zu dieser Folge. Ja, es gibt eine neue Offenbarung, anscheinend offene Rechnung. Offene Rechnung wurde erfolgreich installiert. Offene Rechnung steht zur Verfügung, sobald Lincolns Mannschaft komplett ist. Und damit, wie gesagt, herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich mache jetzt einfach mal mit Webcam, Freunde. Ich habe jetzt noch keine Ahnung. Vor allem ist die Webcam einfach viel zu hell. Ich weiß auch nicht warum. Wartet mal. Muss ich mal kurz nachschauen. Können wir ausmachen. Ja, nee, eigentlich sollte das so passen. Ich musste das Spiel jetzt übrigens neu installieren, weil ich ja, wie gesagt, mein PC neu gemacht habe. Deswegen muss ich nochmal ganz kurz gucken. Sound sollte hoffentlich passen. Achso, ich habe jetzt noch die andere Tastatur. Wir gucken nochmal ganz kurz, unbegrenzt. Dann machen wir mal einfach 60 FPS Tiefenschärfe ein. Sichtfeld lassen wir so. V-Sync aus. Hoch geht der nur. Bewegungsschärfe machen wir ein. Hoch, 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 hoch. Anti-Aliasing machen wir hoch. Und ja, gut, dann Anzeige, Audio. Spiel, was hatten wir, da hatten wir Mittel, sind wir dann tödlich, bla bla bla, Fahrzeugkamera, Steuerung sollte ja alles so geblieben sein. Okay, so, Mikrofon nochmal positionieren. Ja, hab eine Menge Horrorgeschichten gehört, was in diesen Räumen passiert ist. Jetzt schlagen wir selbst welche. So, ich wollte mal kurz gucken. Gibt's denn was, irgendwas Neues? Offene Rechnung. Ah ja. Okay, das finde ich erstmal ganz nice. Nehmen wir mal das. Ich wechsle gleich die Tastatur, Freunde. Das hat auch was, aber naja, speziell. Da gibt es auch noch nichts Neues. Okay. Also klar schon, aber. Ne, ihr wisst schon, was gemeint. So, Freunde. Lange kein Mafia mehr gespielt. Ich nehme mal die andere Tastatur. Gut, wir gucken jetzt mal, was hier also abgeht. Machen wir ein bisschen leiser. Tab, lass mal kurz gucken. Wo waren das hier? Spiel. Nee. Karte. Da unten. Ziele. So. Wir sollen immer noch den Truck stehlen. Dann machen wir das nochmal. Machen wir Radio erstmal aus, Freunde. Ja, ich bin wieder mal am Start, Freunde. Mafia 3. Ich habe irgendwie ein bisschen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Mal gucken, was es alles so neu gibt hier. Irgendwie gibt es ja immer neue Updates, aber ich bin irgendwie nicht immer auf den Laufenden. So, macht euch mal alle ab, Junge. Boah. Da hat es irgendwie gerade kurz gelackt. Keine Ahnung warum. So, da ist noch ein weißes. Das, wie gesagt, machen wir dann alles später. Und das heißt, wir sind mit der Mannschaft noch nicht. Wir sind mit der Mannschaft noch nicht fertig. Das heißt also. Wir sind damit lange noch nicht fertig, Freunde. Das heißt, es kommen noch Leute. Ich frage mich aber nur noch, wer. Wir haben Vito. Wir haben den. Ich weiß gar nicht mehr. So lange habe ich das gar nicht mehr gespielt. Der ist schon wieder etwas länger her, Freunde. Wie gesagt, da, das. Das ist aber so. Ach, bei dem ist das so. Mafia 3 finde ich so. Ich weiß nicht. Irgendwie bockt sich schon so. Also, du kriegst irgendwann wieder Lust, wie jetzt, ja? Ich krieg jetzt wieder Lust auf dieses Spiel. Aber irgendwie, wenn du es gespielt hast, ja, dann vergeht dir das irgendwie wieder. Ganz komisch. Also da vergeht dir die Lust eher so, ja okay, jetzt habe ich wieder gespielt und so. Bei Mafia 1 und Mafia 2 war das was ganz anderes irgendwie. Mafia 1, da hast du einfach.
So gesuchtet hast du einfach. So, ich mache auch gleich mal übrigens was anderes. Da stimmt wieder was mit meinen Dings nicht, mit meiner Webcam. Man merkt es ja. Muss ich gleich mal danach gucken. Das nervt mich auch noch so ein bisschen mit dieser Webcam. Ich weiß nicht, die stellt mich nicht scharf. Ich weiß nicht warum. Deswegen mache ich gleich mal mein Rollo runter. So, wie gesagt, ich habe schon wieder fast alles vergessen. Weil hier war ja der Bug, dass wir den Truck stehlen sollten. Aber hier keiner ist. War das das hier? Ja, das war hier, glaube ich. Das ist genau das Problem, von was ich rede, Freunde. So, den Einschuss können wir nochmal nachladen. So, mit H verbergen wir die Waffe. Das habe ich ja eingestellt, wie bei Mafia 1 damals. Ja, ich habe keine Ahnung, wo hier dieser schwule Truck ist. So, das kriege ich auch noch hin. So, warte mal. Ne? Jetzt kann ich natürlich noch mal Greenscreen nehmen. Gott verdammt noch mal. Diese Hurensöhne da rennen rum und versuchen uns zu erzählen, was die Gründerväter sich gedacht haben. Der einzige Gründervater, den ich gelten lasse, ist Gott selber. Schiebt euch die ganzen... Ja, wo ist denn hier dieser schwule LKW? Ist das... Das ist doch scheiße, das ist irgendwie verpackt, hab ich das Gefühl. Naja gut, egal. Dann, ja, scheiß drauf. Dann sind wir jetzt hier umsonst hergefahren. Gibt's hier erstmal keinen Truck, vielleicht kommt der noch, weiß ich nicht. Und ich guck mal ganz kurz, wartet mal. Ich komm gleich wieder, Freunde. So, Freunde, da bin ich wieder. Ich hoffe, das passt jetzt. Sollte jetzt passen. Ja, meine Haare sehen scheiße aus, ich weiß. So, Freunde. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns doch noch dieses Teil hier mit. So. Super. Gut, dass das Auto jetzt angezeigt wird, was dein Auto ist. So, dann gehen wir mal auf Tab. Was haben wir hier? Wir haben hier 700 Euro, da 2000. Cassandra können wir irgendwie noch nicht so viel machen, wa? Komm, dann fahren wir mal dahin und holen uns mal unsere Geknete ab. Ja, ich will jetzt noch kein Ziel auswählen. So. Links. Ich hoffe, dass alles passt, Freunde. Sollte jetzt eigentlich passen. Ich habe die Webcam mal ein bisschen größer gemacht. Sollte so gut sein. Ich habe auch noch einen Greenscreen, aber ja. Irgendwie ist es halt, ne? Etwas blöd. Ich habe mir das eigentlich mit dem Rollloader eigentlich einfacher vorgestellt. So. Gib mir nur das. Ich werde hier überfallen. Vor allem, wie die Tastatur reagiert, ne? Die leuchtet, blinkt auf, weil ich habe ja eine mechanische Tastatur. So. Jedes Mal, ich war jetzt in diesem Umkreis und da leuchtet die Tastatur, also blinkt auf. Ja. Achso, genau, wir können ja unsere Autos jetzt auch tunen. Stimmt, da war ja was, Freunde. Warte, das wollte ich mir mal angucken. Das wollte ich mir mal angucken. Cool. Das ist jetzt nämlich auch neu, genau. Oh, geil, Alter. Bodykits. Puh. Motor. Alter. Gibt auf jeden Fall kleine Spielereien. Auspuff.
Alter. Junge, was haben die sich denn da ausgedacht? Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit. Na, mach das mal. Bodykits. Wow. Okay. Ja, moin, Alter. Umlackieren. Wie krank ist das auf jeden Fall? Okay, das hat schon ein bisschen was, muss ich sagen. Hat schon ein bisschen was Geiles. Ah, natürlich kann ich das noch nicht machen. Naja. Was haben wir hier? Scheibentönung. WTF. Felgen. Gut, das ist ja nur. Da gebe ich ja nur das Geld aus. Und irgendwie bin ich mit der Grafik gerade noch nicht zufrieden. Irgendwie, die sieht so komisch aus, finde ich. Also ich weiß nicht, ganz komisch. Da, weiß nicht, sieht ganz, ganz komisch aus. Sieht so richtig ekelhaft aus, finde ich. Irgendwie habe ich das ganz anders in Erinnerung. Oh fuck. Naja, fahren wir jetzt hier links eben. Und wartet mal, ich muss das nochmal ändern. Das ist irgendwie. Ich muss nochmal nachgucken. Ne, nicht Audio. Anzeige. So, zeig doch mal. Ah ja, jetzt weiß ich warum. Alter. Ah ja. Sieht schon viel besser aus. Optimal natürlich. Vollbild aus. Mach das mal hoch. Hoch, hoch, hoch. Warum habe ich das Anti-Aliasing gemacht? Mal niedrig. So. Gut, Freunde. Dann machen wir aber nochmal kurz einen Cut, weil, ne, neue Aufnahmen und so. Wisst ihr Bescheid. So, da sind wir wieder. Ah ja. So bin ich das gewohnt. Das war, sah so komisch aus, so gematscht, gequetscht. Ganz komisch irgendwie, deswegen. Hab ich gefragt, warum sah das denn so komisch aus? Ganz, ganz anders. Als hätten die irgendwie was Schlechteres gemacht. Boah. So. Gehen wir mal zu Vito. Finde ich schon irgendwie geil, dass sie Vito eingebaut haben. Aber Ähnlichkeiten finde ich jetzt nicht so, also. Ne? Falls du sie suchst, Elmer war zuletzt in ihrem Büro im Zigarrenlager. Ja, suche ich aber nicht. Danke. Suche ich gerade momentan nicht. Na komm, steig ein. So. Gut, jetzt machen wir mal ein bisschen an der Story weiter. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Stress. So, wir konnten doch auch zu dem CIA-Typen und nochmal so eine. Konnten wir doch auch irgendwie doch was auswählen, oder nicht? Warte mal. Will ich nochmal kurz einen Blick abchecken, damit ich das nicht vergesse. Ich meine, da war irgendwas. Ich bin auch echt, wie gesagt, gespannt, was hier noch alles passiert in Mafia. Also, da wird ja noch irgendwas passieren. So richtig krass und so.
So, und komplett die Steuerung habe ich noch nicht vergessen. Hoffe ich zumindest. So, ein bisschen habe ich noch im Kopf. Jetzt läuft das Game auch schon viel besser. Ah ja. Schön, das FPS ja. So kenne ich das. Oh shit. Aber ich finde immer noch Mafia 1 und Mafia 2. Also Mafia 1, beste irgendwie. Beste, was es gibt. Mafia 2 war schon nice. Aber irgendwie. Weiß nicht. Das gefällt mir, wie gesagt, auch sehr gut, aber. Ja. Ihr wisst schon, was ich meine. So, lass mal hier rein. Ziemlich lebendig aus. Du konntest Burke lang genug nüchtern halten, um ihn auf deine Seite zu ziehen? Naja. So. Zack. Und hier steht schon das perfekte Auto. So, jetzt gehen wir aber an der Story. Was ist das hier eigentlich nochmal? Vater James, achso. So, jetzt gehen wir mal weiter zur eigentlichen Ziel. Ich habe die Webcam jetzt vor allen Dingen mal ein bisschen von den Fingerabdrücken weggemacht. Vielleicht schafft sie es ja jetzt, mich endlich scharf zu stellen. Aber mit der Belichtung kommt es immer noch nicht klar, dass es zu hell ist. Ich will es jetzt aber auch nicht zu dunkel machen. Aber ich finde das eigentlich ganz gut so. Naja, man merkt auf jeden Fall, die Bildrate ist nicht so geil, weil es zu hell ist. Obwohl ich nur hier in quasi im dunklen Keller sitze. Ich müsste mich eigentlich noch ein bisschen mehr beleuchten. Ja, mal gucken, ob ich gleich das Licht noch anmache. Wir gucken mal, Freunde. Kriegen wir alles hin. Ich lasse die Webcam jetzt einfach mal so. Und auf jeden Fall wird hoffentlich mal bald wieder Saints Row kommen, weil ungefähr fast ein Jahr ist es, oder ist es schon länger als ein Jahr, ist es her, dass wir Saints Row aufgenommen haben. Ja? Und wir haben nur zwei Parts oder so aufgenommen von Saints Row und dann nie wieder. Und das ist ein Jahr jetzt schon her. Schon traurig, wenn man ehrlich ist. Alter, da habe ich erstmal geguckt, habe gesagt, ey Flo, lass mal wieder Saints Row machen, ich habe wieder voll Bock und so. Mal gucken, ob heute noch was kommt, ob er Lust hat. Weil alleine will ich das ungern machen. Weil normalerweise war ja Far Cry 4 auch als Koop geplant, aber ja. Seitdem der Girlfriend hat, ne? Ist das halt so. Ja, er hat ja jetzt endlich The Last of Us durch. Das ist ja auch schon mal was, dann kommen wir auch mal endlich voran. Oder eher, weil ich bin ja hier immer am Let's Playen. Vor allem merke ich halt, oder wir merken, dass Counter-Strike bei euch so gut ankommt. Ich habe echt gesagt, keine Ahnung, wir haben keine Ahnung, warum. Warum Counter-Strike, ja? Wir sind noch nicht mal richtig gute Spieler. Warum Counter-Strike auf einmal so gut bei euch beliebt ist, das verstehe ich immer noch nicht. Achso, und wir haben übrigens auch neue Waffen, ne, Freunde? Das habe ich jetzt auch installiert. Warte, das zeige ich euch gleich mal. So. Was soll das denn werden? Ich werde gleich Besuch kriegen. Jeden Augenblick taucht Barbieri hier auf. Was, Barbieri hier? Hat er gesagt, und normalerweise quatscht er nicht rum. Wir haben eben telefoniert. Ich habe ihm gesagt, ich habe Arten hier, um die Sache zu klären. Verfickte Scheiße, Burke. Du kündigst doch dem Feind den Hinterhalt nicht schon an, bevor er... Großer Gott, wenn du alles immer so ernst nimmst, wo bleibt der Spaß? Echt jetzt, was soll schon passieren? Dass wir alle draufgehen. Hey, das könnte sein. Ganz ruhig. Ist nur nicht. Der Schlachter und seine Jungs sind hinter mir her. Sicher? Wenn's einen Vorteil hat, deine Scheißtochter zu sein, dann den, dass ich weiß, wie eine blutrünstige Horde Ithaka aussieht. Ich lock sie mit dem Scheinwerfer beim Wasserturm an. Ich habe im Hof ein paar Fässer verteilt. Mit einer speziellen Spritmischung drin. Eine Kugel und die explodieren. Darum halt lieber ein bisschen Abstand. Ich nehme die Ithaka vom Kran aus ins Visier. Und du? Verziehst dich aufs Dach. Wie gesagt, von der Ballerei.